Servus YouTube, hier ist wieder euer Flo und der Luis ist auch wieder dabei. Ja, Moinsen, ich bin auch da. Und wir wollten so ein bisschen über MW3 reden, weil du hast es ja gerade erst heute gekriegt, ne? Genau, ich hab's heute geholt. Ja, und was waren so deine ersten Eindrücke und was hat sich so verändert? Also hauptsächlich im Game hat sich erstmal, was mir richtig arg aufgefallen ist, der Sound von den Waffen hat sich arg verändert. Was ich sehr geil finde, die Abschussserien kannst du jetzt zwischen her switchen. Wenn du jetzt zum Beispiel auf der 3 die Drohne hast, dann hast du auf der 5 die Predator und zum Beispiel auf der 7 jetzt noch den Kampfhubschrauber. Und du willst zum Beispiel anstatt den Kampfhubschrauber jetzt die Drohne als erstes einsetzen, dann kannst du mit dem Fadenkreuz runtergehen und die Drohne aktivieren. Also finde ich echt sehr geil. Ja, genau. Und ja, wo wir bei den Abschussserien sind, kannst du ja einfach mal kurz die neuen Abschussserien vorlesen. Ja, ich lese sie gerade mal so vor, weil ich habe die gerade so im Internet mal gegoogelt. Ja, also wir haben da auf der ersten, der 3 haben wir die UAV, also Spionageflugzeug. Auf der 6, was ist denn ein AH-6 Overwatch? Keine Ahnung, ey. Ja, dann auf der 15 der Das General. ist, glaube ich, dieser präzise Luftschlag ist das. Ach ja, genau. Also ich glaube schon, also ja. Ja. Auf der 15 der Juggernaut, 7 Airdrop Trap. Aha. Ach so, das ist wahrscheinlich hier. Das ist nicht zufällig Notfallabwurf, oder? Airdrop Trap. Mit Englisch, du darfst mich nicht fragen, Ja, ey. egal. Machen wir mal weiter. Jo. Ja, auf der 9 Remote Turret, das heißt lenkbare, ich glaube, Rakete übersetzen oder so. Ja, EMP auf 11, Ballistik, was ist das Das denn? ist für dein, das ist was ganz Neues, das ist für dein Team irgendwie. Irgendwas, so eine Ach Schutzweste. Ich ja. bin mir aber noch nicht ganz genau sicher, irgend so ein Auf der Schwachsinn. 5 auf jeden Fall. Ich weiß, sie sind gerade ein bisschen durcheinander. Ich habe hier noch zwei. Recon Drone auf der 10. Was ist das? Recon Drone, Was wie Blackbird vielleicht? Also Drohne Ah ja, heißt das ist diese erweiterte Drohne, das ist dies, wo so das. Achso, was wie sein soll Blackbird? wie Blackbird, genau, das ist So, das. okay. Ja, auch und auf der 14 dann der Stealth Bomber. Ja, das war's. Jo. Ja, das waren die Abschussserien. Dann, was ich im Spiel, also die Grafik hat sich, Leute, ganz ehrlich, hat sich kein Stück verbessert. Was heißt verbessert? Sie war ja nicht schlecht oder so, aber ich meine, sie haben nichts dran geändert. Das ist die typische MW2-Grafik, bloß dass es nicht so farbenfroh ist wie in MW2. Und ja, wie gesagt, von der Grafik hat sich nichts verändert. Was sehr einfach geworden ist, ist das Quickscopen. Das geht jetzt echt wie Butter durch, ey. Das ist besser wie im MW2. Ja, und was sind so deiner Meinung nach die besten Sniper-Waffen oder kennst du Das die noch nicht ist so? die, weil welche ich auf jeden Fall mag, ist wieder die Barrette ist wieder dabei. Dann gibt's Barrett? diese, ja, die ist wieder dabei. Dann gibt's die L118A, glaube ich zumindest, die ist auch sehr nice. Und mit den anderen habe ich noch nicht gespielt. Und da kann man auch gut mit scopen, ne, oder? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, genau. Da geht auch wieder das, wenn du dieses Fingerfertigkeit Pro hast, was da jetzt anders heißt. Das heißt, schnelles Ziehen, kannst du wieder schneller ins Visier gucken. Ist halt fürs Quickscopen wieder gemacht. Nicht wie bei Black Ops. Dann, was ein großer Punkt ist, was vielleicht die Trickshotter ein bisschen stört, man kann in Modern Warfare 3 nicht mehr Trickshotten. Das bleibt MW2 History und das wird es auch immer bleiben, glaube ich. Das macht keiner mehr, glaube ich. Keine Ahnung. Ja, wie kann man da nicht mehr trickshotten? Was ist da jetzt anders so? Also, wie soll ich sagen? Das ist schwer zu sagen. Wenn du bei MW2 getrickshottet hast, dann wusstest du halt einfach, wie das geht. Und wenn du das jetzt zum Beispiel ausprobiert hast, ja, es geht einfach nicht, es geht nicht. Okay. Dann, es ist eigentlich, das Spiel erinnert sehr an COD4, vom Aufbau her und von den Waffen, finde ich. Wenn du jetzt zum Beispiel die M4A1 siehst und so, erinnert sehr an Ding. Und ja, ist aber nicht schlecht, finde ich sehr geil. Was ich auch sehr geil finde, es gibt keine Noob-Tuber mehr. Neue Perks sind am Start. Die Ja, Waffe. ich würde jetzt nicht sagen, keine Noob-Tuber mehr. Also es gibt doch diese Noob-Tubes noch, oder? Ja, bestimmt, aber heute, Ja, ich hab's. aber die sollen total abgeschwächt sein, habe ich gehört. Das ist echt so. Ich habe vorher mal einmal mit der G36 gespielt. Das ist die Standardklasse, da ist ein Granatwerfer dran.
Ich habe zweimal einen rausgehauen, ich habe zweimal Hitmarke gegeben, also finde ich echt geil, dass sie das. Ja, das hat mich auch so übel zu gestört in dem Mich Game, ey. auch, ey, mich auch. Ja, genau. Ich habe auch keine Noob-Tuber bisher gesehen, die mich irgendwie abgeknallt haben oder so Ja, damit. wenn es das auch nicht bringt, dann laufen sie damit auch nicht mehr rum, Na ne? eben, finde ich auch gut, finde ich echt geil gemacht. Ja, was ihr wahrscheinlich kennt, wenn ihr Black Ops gespielt habt, da haben sich die Waffen ja so arg verzogen. Ich weiß nicht, kennst du das? Ja, klar. Ja, na klar, das gibt's hier jetzt nicht mehr. Die sind eigentlich sehr standhaft, die Waffen. Das seht ihr. Ja, zum Beispiel bei North Ghost, bei Black Ops, hast du auf den gezielt geschossen, also nicht gezielt. Ja. Also ist ja nur No Scope. Und dann schießt er in alle verschiedenen Richtungen, ey. Ja, genau. Einfach nur Glück. Und was ich noch sagen wollte, manche Leute sagen ja, wenn du das Spiel so neu einlegst, dass es sich irgendwie schwer getan haben. War bei mir irgendwie gar nicht der Fall. Ich finde, es ist sehr arg vergleichbar wie Modern Warfare 2. Ja. Das hier ist auch mein viertes Gameplay, was ihr hier zu sehen bekommt. Das ist ein 39 zu 9, also finde ich jetzt nicht schlecht fürs vierte Spiel. Und ja, wie gesagt, ist es nicht anders. Genau, das war so eigentlich, was Ja, neu und ist. Kinomodus gibt's Kinomodus auch. gibt's auch. Was da neu ist, finde ich sehr geil gemacht. Wenn du zum Beispiel bei Black Ops jetzt eine geile Killcam gehittet hast mit einer Sniper, ja, zum Beispiel so einen richtig schönen No-Scope. Im Kinomodus hast die Killcam ja nicht mehr sehen können. Wurde jetzt neu gemacht. Die Killcam ist jetzt auch im Kinomodus zu sehen. Sehr geil. Geil. Kinomodus ist auch sehr geil. Bricht nicht irgendwie ab. Wenn du aus dem Spiel rausgehst, speichert das Video auch. Echt Respekt. Geiles Ding. Ja, das ist ja schon geil, dass er hier die Killcam noch drin ist, Das ist weil echt sehr das geil. schon wichtig. Wenn ihr zum Beispiel so einen geilen, ja, was heißt Trickshot, geht ja nicht, aber zum Beispiel so einen schönen No-Scope across the map oder so Ja, triffst, genau. ist doch So schön. als letzten Kill dann Genau, aufgenommen. genau. Ist echt nicht schlecht. Genau. Jetzt kann ich gut die Frage beantworten, Battlefield 3 oder MW3? Auf jeden Fall MW3. Battlefield 3 macht mir natürlich auch sehr viel Spaß, aber Modern Warfare 3 regiert doch, finde ich, ziemlich, also. Ich bin auch eher so der COD-Zocker und bleib Ja, auch ich dabei. auch. Genau. Ja, hast du noch ein paar Fragen oder sowas? Habe ich da noch was? Ach so, deine Lieblingsperks? Meine Lieblingsperks sind hier jetzt Fingerfertigkeit. Heißt es, glaube ich, noch dann schnell ziehen und ah, wie heißt's? Meisterschütze. Da erkennst du die Gegner von weitem besser. Ist ein gutes Perk, sagen. Gutes Perks, gutes Perk. Und ja, ganz genau. Ja. Die Namen von, ja. Ja, meinst du, Battlefield 3 kann MW3 toppen? Nee, ne? Also, ich glaube, Also, das ist so. ich. Ich glaube, die zocken jetzt eher alle mehr MW3, ne? Erst so Ich Battlefield. glaube auch, erst haben sie, waren sie ja alle so im Battlefield-Rausch, haben gesagt, ja, ja, MW3 wird schwer haben. Habe ich ja auch gesagt, ich nehme es zurück. Ja. Also, ist echt ein krankes Game geworden. Respekt an die Entwickler, ist echt. Haben sie sich echt was dabei gedacht? Genau. Ja, und du wolltest gerade noch was sagen, ne? Ja, die Namen von den Perks, beziehungsweise die Perks, haben sich alle geändert. Es gibt nicht mehr Speer, Leichtgewicht, Kommando, irgendwas in der Art. Haben sich alle geändert, die Namen, auch die Funktion davon. Bei Hardliner Pro finde ich sehr geil, wenn du jetzt zum Beispiel zwei Assists gemacht hast. Kriegst du dadurch einen Kill Ja, ersetzt? Leute, das habe ich auch gehört. Das ist echt geil gemacht. Ja. Ja, holst du dir eigentlich auch noch MW3? Ja, ich werde es mir auf jeden Fall noch kaufen, aber im Moment. Hast du ja gesagt, Ja. sparst du erstmal auf die Ja, Rallye-Pro, ja? genau, ich brauche noch ein bisschen Kohle. Ja, genau. Ja, würde ich auch machen. Ich meine, das Spiel rennt ja nicht davon oder so. Ja, klar. Ich werde es mir auf jeden Fall in der nächsten Woche oder übernächste Woche kaufen, weil das ist geiles Spiel einfach nur. Okay. Ja, das Video werden wir auf meinem Kanal und auf seinem Kanal hochladen. Beschreibung tun wir dich natürlich auch wieder rein. Ja. In meiner Subbox bist du ja auch schon drin. Ich bin auch in Ja, deiner. du bei mir auch. Genau. Wie viele Subs hast du jetzt eigentlich dazu gekriegt? Wenn ich fragen Dazu darf. gekriegt Jo. oder? Ja, ich würde mal sagen, 10, 20 Stück noch. Respekt, Auf nicht jeden Fall. schlecht. Ja. Du hast jetzt 69 Stück, Ich ne? habe 69, ja, ich habe ungefähr 9 dazu gekriegt. Ich bin jetzt kurz vor 70. Ja.
Ich möchte auch dem Teros nochmal danken an der Stelle, falls er das Video überhaupt sieht, dass er mich in seiner Sandbox reingepackt hat. Finde ich sehr geil. Und ja, Leute, ihr seht, das Gameplay ist gleich vorbei. Es steht 195 zu 55 oder 155, keine Ahnung, ich sehe es jetzt nicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir werden natürlich weitere ja, Duels machen, wie wir gesagt haben. Wir sind ja jetzt Partner. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Luis, du hast das Sprichwort. Haut rein. Ja, haut rein und nicht ich hau rein. Ja, und bis bald.